Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kfz Welt TV, dem Automagazin der NOZ Medien. Die meisten werden es schon bemerkt haben, ich bin natürlich nicht Lothar Hausfeld, euer gewohnter Moderator, sondern Christina Finke. Und ich bin heute am Innovationszentrum und habe euch ein Auto mitgebracht, das vor allem bei Frauen besonders beliebt ist, den Kia Picanto. Und ob der wirklich voller Überraschungen steckt, wie der Slogan der Koreaner es immer verspricht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Klein und knubbelig kam der Kia Picanto in den ersten beiden Generationen daher. Nach der letzten Überarbeitung ist das lachende Kindergesicht aber verschwunden und der Wagen schaut schon fast ein bisschen grimmig auf die Fahrbahn. Das kann man gut finden oder nicht. Ich persönlich finde aber, dass Kia damit eine schöne Abwechslung ins Kleinwagensegment bringt. Aufgrund des verlängerten Radstands bietet der Picanto jetzt mehr Platz als sein Vorgänger. Vor allem in der zweiten Reihe ist die Beinfreiheit gewachsen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ein 2-Meter-Riese wird sich wohl kaum länger als ein paar Minuten auf der Rückbank wohlfühlen. Aber auf kurzen Strecken, im Notfall, passen auch mal 5 Personen ins Auto. Außerdem verspricht Kia mit dem Picanto den größten Kofferraum seiner Klasse. 255 Liter reichen beim besten Willen immer noch nicht für den nächsten Familienurlaub. Aber wer die Rückbank umlegt, kommt schon auf 1000 Liter Stauraum und das sollte für den ein oder anderen Abstecher zum Baumarkt oder Ikea doch ausreichen. Unser Testwagen kommt unter anderem mit Knie-Airbag, Klimaautomatik, einem Navi-Infotainment-System mit 7 Zoll Touchbildschirm und Smartphone-Anbindung sowie beheizbarem Lenkrad, Sitzheizung, Tempomat, Kollisionsverhinderer und Parkpiepser angefahren. Die optionale Rückfahrkamera ist auch ganz nett, aufgrund der kompakten Außenmaße des Picanto aber eher nicht notwendig. In unserem Test ließ sich der Picanto mit einem Verbrauch von etwas über 5 Litern auf 100 Kilometern noch relativ sparsam bewegen. Wer etwas spritziger unterwegs sein will, sollte aber auf jeden Fall auf den 100 PS starken 1 Liter Benziner warten, den Kia im Herbst nachreicht. Mit dem 67 PS starken Basismotor kommt man in der Stadt schon ziemlich flott voran. Das 5-Gang-Schaltgetriebe ist serienmäßig und lässt sich bequem und präzise schalten. Mit der Basisversion des Picanto für knapp 10.000 Euro ist man eigentlich schon ganz gut unterwegs. Wer großen Luxus im kleinen Auto will, muss allerdings noch ein paar Scheine drauflegen. In der Dream Team Edition für knapp 12.690 Euro ist dann aber wirklich alles drin, was man zum Wohlfühlen braucht. So ausgestattet schafft es der Kia Picanto dann im nächsten Jahr vielleicht auch unter die Top 10 der bestverkauften Kleinstwagen in Deutschland. Es wäre ihm doch irgendwie zu gönnen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Autofahren und bis bald bei Kfz Welt TV, eure Christina Finke.